Atemberaubender kann eine Erntekulisse wohl kaum sein. An prominenter Stelle wird jetzt das eigene Olivenöl der Stadt Rom produziert. Ganz nach alter Väter-Sitte wird im archäologischen Park des Kolosseums Handarbeit betrieben. Die 189 Olivenbäume sind kostbar, weil sie aus unterschiedlichen Epochen stammen. Liebe und Leidenschaft für das Handwerk sollten interessierte Einheimische und Städteurlaubende selbst mitbringen. Die Wiedergeburt beginnt hier im archäologischen Park des Kolosseums, wo wir nach der Eintragung in das Europäische Amtsblatt das erste Olivenöl Roms herstellen werden. Heraus kommt ein Produkt in der begehrten Extravergine-Qualität, natürlich pestizidfrei und mit kulturhistorischem Beigeschmack.